um die Fußballweltmeisterschaft in Katar. In 9 Tagen startet sie. Sie ist umstritten, unter anderem, weil in Katar Menschenrechte nicht gelten, etwa für Homosexuelle oder für die Arbeiter, die die WM-Stadien unter zum Teil menschenunwürdigen Bedingungen errichtet haben. Viele sollen dabei zu Schaden oder sogar ums Leben gekommen sein. Jetzt sind unsere Reporter nach Nepal geflogen, um die Hinterbliebenen dieser Opfer des WM-Baubooms zu besuchen. Mein Mann ging 2017 nach Katar, weil wir Geld brauchten. Wir haben 2 Töchter, für die wir sorgen müssen, und ein Haus, das noch nicht abbezahlt ist. In Katar arbeitete er als Elektriker. Wir telefonierten jeden Tag. Im Oktober 2021 rief er an und sagte, dass es ihm nicht gut gehe. 2 Tage später war ihr Mann tot. 2010. Katar wird WM-Ausrichter. Das kleine arabische Land ist euphorisch. Aber Gastarbeiter wie Prem Kumaris Mann sind die Opfer des Baubooms. Vom Arbeitgeber aus Katar bekommt die Witwe keinerlei Informationen über den Tod ihres Mannes, nur den Totenschein. Ich verstehe nicht, was auf dem Totenschein steht. Woher wissen Sie, dass er eine Hirnblutung hatte? Sein Körper war unversehrt. Eine Obduktion wurde nicht gemacht. Mysteriöse Todesfälle junger ausländischer Männer sind keine Seltenheit in Katar. Inder, Nepalesen und Bangladeschis sind bis zu 12 Stunden am Stück Temperaturen von 40 Grad ausgesetzt. Sie bekommen zu wenig Trinkwasser, wohnen in slumartigen Behausungen. Ihren Arbeitgebern sind sie quasi schutzlos ausgeliefert. Tausende sind im Zuge der Stadionbauten gestorben. Noch einmal zurück nach Nepal. Der verstorbene Mann von Prem Kumari wäre gern dabei gewesen, wenn die besten Spieler der Welt im von ihm mitgebauten Stadion auflaufen. Er wird es nicht mehr erleben. Er war so stolz. Er hatte sich so auf die Weltmeisterschaft gefreut. Er spielte selbst gern Fußball mit seinen Kollegen. Er war bei ihnen sehr beliebt. Klar ist, die WM wird als die erste der arabischen Halbinsel in die Geschichte eingehen. Aber an den glänzenden Fassaden ihrer Arenen klebt Blut. Das ist leider nicht alles. Diskutiert wurde auch heftig diese Woche über ein ZDF-Interview, in dem WM-Botschafter Khalid Salman Homosexualität unter anderem als geistigen Schaden und Haram, also eine Sünde, bezeichnet hat. Ja, das hat einen Aufschrei in der Gesellschaft ausgelöst. DFB-Präsident Bernd Neuendorfer sagte dann zu Bild, die Entgleisung des WM-Botschafters ist völlig indiskutabel und macht uns fassungslos. Aber die Fußballer, lieber Carsten, die Fußballer, die schweigen. Was soll ich dir jetzt sagen, Janina? 9 Jahre mache ich Kinderschutz. 9 Jahre Themen ansprechen, die nicht Mainstream sind, die unbequem sind. Und viele, nicht nur Fußballer, viele Prominente schweigen. Sie schweigen, weil es auch nicht gewollt ist, dass man darüber redet. Es geht um viel Geld, es geht um Prestige. Die Themen, die einen nutzen, die nutzt man, da macht man Kniefälle. Da macht man auch ein Armbinden um und da sagt man was. Aber wenn von oben es heißt, haltet den Mund, dann schweigt man. Ich könnte jetzt über einen Fußballer sprechen, der ja Kinderpornografie auf seinem Handy hatte. Und wo war da der Aufschrei der Fußballnationalmannschaft? Da war er auch nicht da, obwohl er einer mal von ihnen war. Ich finde das sehr traurig. Und ich finde es vor allen Dingen von unserer Regierung, von unserer so moralischen Regierung, sehr fraglich, ob ihr euren moralischen Kompass mal überprüfen solltet oder euch den sonst wohin steckt. Weil eure Moral gilt dort nicht. Dort regiert die Welt mit Geld. Und ich finde, es wäre vielleicht mal angebracht, hier mal klare, deutliche Worte zu finden. Es ist ja nicht nur die einzige. Wo findet denn die nächste statt? Und die nächste, wenn wir so weitermachen, machen wir vielleicht auch mal eine WM in, weiß ich nicht, irgendwie in Ländern, wo wir es gar nicht haben sollten. Und ich finde, Nordkorea zum Beispiel, wollen wir nicht auch mal eine WM machen? Oder wann fangen wir wirklich an, moralisch zu sein? Oder ist Moral kaufbar? Oder hat Moral was mit Eliten zu tun? Ich weiß es nicht. Ich fände es doch mal ein Zeichen, wenn vielleicht der eine oder andere Fußballer mal überlegt, wie man jetzt mal darauf reagiert. Wäre nicht mal ein Zeichen, zum Beispiel zu sagen, nicht nur national irgendwelche
Länder von Olympia-Veranstaltungen oder von Fußball-Weltmeisterschaften auszuschließen, kann man nicht mal selber sagen, unsere moralische Einstellung ist höher als dieser Gewinn und wir fahren vielleicht gar nicht zu einer WM. Oder unsere Einnahmen, die wir da generieren, pro Spiel, pro Sieg, pro Tor, geben wir vielleicht solchen Menschen, die beim Bau dieser Stadien ihre Familien hinterlassen haben? Wäre das nicht mal Moral? Also eine deiner Forderungen, spendet eure Prämie. Sucht mal zuerst euren moralischen Kompass und nicht nur eure Kontoauszüge. Denkt mal auch an andere und nicht nur zuerst an euch. Und das geht vom DFB ganz oben bis zu jedem Spieler, aber vor allen Dingen auch in unsere Bundesregierung. Denn deren moralischer Kompass, der ist schon lange im Arsch. Danke dir, Carsten Schaal, für diese wieder mal sehr klaren Worte heute Abend. Danke. Mhm.